Moin Leute, willkommen zu einem der wohl nachgefragtesten Videos, die es so gibt. Und zwar zu den ganzen Cargohosen, die ich so habe, zu meinen Empfehlungen, wie auch immer, was auch immer. Und dementsprechend gibt es dazu jetzt dieses Video. Alle Links dazu sind in der Beschreibung. Ich werde auch nochmal reinschreiben, was für eine Größe ich da jeweils habe. Vorab auch noch einmal meine Maße, weil es viele Fragen immer und ich vergesse es auch oft immer zu sagen. Ich bin 1,90 groß, damit ja relativ dünn, mit 74 Kilogramm. Also habe jetzt auch nicht die stabilsten Beine oder so ungefähr, damit ihr es einschätzen könnt. Und ich trage in den meisten Cargos eine Size L. Ansonsten werde ich es, wie gesagt, in der Beschreibung auch nochmal erwähnen. Alle Links sind in der Beschreibung. Ja, und ich würde sagen, wir starten rein mit der ersten Cargohose. Und die erste Cargohose, die ich vorstelle, ist einfach der absolute Killer, was Preis-Leistung angeht. Diese Cargo hier kostet nur 30 Euro. Ist halt echt insane. Die ist von Decathlon, habe ich random in Frankreich mir gekauft und hat mir echt richtig gut gefallen. Habe ich auch ein Insta-Bild mit hochgeladen. Seht ihr hier einmal. Tatsächlich habe ich daraufhin so viele Leute gefragt. Bro, wo hast du die Cargo her? Wo gibt's die Cargo? Und so weiter und so fort. Dementsprechend, ich habe sie sehr, sehr vielen Leuten empfohlen. Und viele haben mir auch geschrieben. Ich habe sie mir gezogen. Ist übel nice. Gefällt mir echt gut. Dementsprechend, meine Empfehlung. Gönnt euch diese Cargo-Hose. Ich habe da eine Size L drin. Also die hat von Natur so ein Regular Fit. Genau, Fitpick habt ihr quasi in Form von meinem Insta-Bild, was ich jetzt nochmal hier einblende. Genau, gesehen an der Stelle auch der Reminder. Folgt mir gerne auf Instagram und supportet mich da, falls ihr einfach so ein paar Outfit-Bilder und so weiter von mir sehen wollt. Genau, ansonsten habe ich nicht so viel von zu der Cargohose zu sagen. Die ist in so einem Kaffeebraun, also so heißt der Colorway zumindest auf der Website. Finde ich, ist auf jeden Fall ganz nice und jetzt für den Winter echt gut. Die Qualität ist für 30 Euro echt heftig. Also auch für 70, 80 Euro hätte ich gesagt, ist eine nice Qualität. Ja, ist dementsprechend auch direkt nochmal ein Tipp. Ihr wisst, Decathlon ist eher so für Outdoor-Kleidung, fürs Jagen und so. Die war auch in der Jagdabteilung. Und tatsächlich ist das auch so ein Tipp, geht auch sonst mal in euren Local Angelshop oder in so einen Jagdshop oder Bundeswehrshop. So diese ganzen Outdoor- und Freizeitshops haben oft auch so Jagdhosen oder Freizeithosen, Cargohosen, die halt von der Qualität echt heftig sind, weil die eben auf Funktionalität gut ausgelegt sind und nicht darauf irgendwie gut auszusehen. Wobei das natürlich oftmals auch ein ganz nicer Nebeneffekt ist, dass sie einfach gut aussehen. Dementsprechend meine Empfehlung, checkt die auch einfach mal aus. Dort könnt ihr für günstiges Geld auf jeden Fall eine gute Cargohose finden. Wir machen weiter mit der nächsten Cargohose. Mitunter auch ein Favorit von mir. Und zwar ist das hier diese schwarze Dickies Cargohose, die ich auf Amazon gekauft habe. Ist eigentlich ganz nice. Amazon habe ich so ein bisschen für mich entdeckt, weil die oftmals jetzt auch die Option bieten, dass man Sachen kostenlos zurückschicken kann. Steht dann da auch immer dabei beim Preis irgendwie. Und free. Ja. Bin ich behindert, Alter? Warte mal. Free Return. Und Free... Ach, Digga. Und eben kostenlose Rückgabe anbieten. Dementsprechend habe ich mir die hier bestellt, mitunter noch mit ein paar anderen Cargohosen. Und die war so mein Favorit. Die habe ich dann auch behalten. Vom Fit her sehr nice. Ich habe da eine Weite 32 und eine Länge 34. Bin ultra zufrieden mit der. Kostenpunkt war für mich, glaube ich, 50 Euro. Das unterscheidet sich auch immer von der Größe so ein bisschen. Und das Einzige, was ich da so ein bisschen zu bemängeln habe, ist irgendwie, dass sie so sehr stark Fussel fängt quasi und dann immer so ein bisschen fusselig aussieht. Das ist ein bisschen nervig. Ansonsten ist die auf jeden Fall wirklich sehr nice und fittet, würde ich sagen, komplett identisch zu der Cargohose, die ich vorher von Decathlon vorgestellt habe. Dann kommen wir jetzt auch zu einer meiner Favorite-Produkte aus meinem kompletten Kleiderschrank. Und zwar ist das hier diese Military Cargohose von Rootatoo mit einfach einer insane Qualität. Kostenpunkt bei der auch 120 Euro. In meiner Opinion lohnt sich das Geld allerdings. Die hat hier zum einen nochmal so Front Pockets, was ich ganz cool finde, plus noch seitlich die ganz normalen Pockets. Und unten auch ein ganz cooles Verschlusssystem, zum einen mit so einem Klettband, was man eben machen kann. Ja, und eben auch noch hier so Knöpfen, wo man es quasi aufmachen kann, falls man das Ganze so richtig auf dem Schuh fallen lassen möchte. Dementsprechend insgesamt einfach eine Cargohose, wo ich eigentlich nichts dran zu bemängeln habe, mit der ich um und bei wirklich zufrieden bin. Die gibt es auch nur noch in Größen L, XL und XXL, glaube ich. Alle anderen sind ausverkauft. Aber gibt es davon jetzt auch noch eine zweite, etwas abgespecktere Version, die allerdings auch ein bisschen günstiger ist. Bei 94 Euro liegt die,
glaube ich. Und wenn man dazu noch den Rabattcode zum Beispiel von Ilya Skr, blende ich hier auch einmal ein, verwendet, Ilya hat eben immer so einen Rabattcode für Router 2, den man verwenden kann, dann kommt man, glaube ich, nochmal 10% günstiger bei weg. Auf jeden Fall ist die abgespeckte Version ohne die Front Pockets und hat noch so einen einfacheren Verschluss unten, ist aber auch, denke ich, genauso gut. Ich habe eben schon die, deshalb bin ich mit der Ultra zufrieden. Ich denke, man hat das auch ganz gut gesehen bei den Insta-Bildern, die ich hier zu der Cargohose eingeblendet habe, dass die ja eigentlich so nicht so stark und intensiv aussieht, sondern eher so nach so einem verwaschenen Grün aussieht. Dementsprechend meine Empfehlung hier, diese Router 2 Cargohose, die ich auch in der Size L habe. Eben angesprochen wurde ja auch schon einmal Amazon. Dort habe ich jetzt noch eine Cargohose, hier in dem Fall eine beige. Dachte ich, probiere ich einfach mal aus. Im Nachhinein jetzt nicht so die heftige Cargohose geworden. Allerdings der Fakt, dass es sich hier um ein Produkt von Amazon Essentials, also um die Klamottenlinie von Amazon handelt, ist, denke ich, ganz interessant, weil das eben dadurch wirklich preis-leistungstechnisch wieder echt gut ist. Ist jetzt auch von der Qualität her keine übel heftige Cargohose, ist jetzt auch nicht übel dick. Aber für um die 20 Euro, glaube ich, kriegt man hier auf jeden Fall schon mal eine gute Cargohose. In dem Fall habe ich leider, habe ich irgendwie nicht richtig gesehen, die Slimfit-Version ausgewählt, die dann ja schon eben ein bisschen zu Slimfit ist. Ich finde so ein Regular Fit, der so ein bisschen lockerer ist, deutlich besser bei Cargohosen, aber auch die Cargohose macht ansonsten vom Fit her einen guten Eindruck, bis auf den Fakt, dass sie so ein bisschen zu eng ist. Also sie hat echt schöne, lange Hosendinger hier, Hosenbeine. Ja, Hosenbeine. Sie hat schöne, lange Hosenbeine und ist auch hier unten quasi weit genug, sodass sie über den Schuh fällt. Und das sieht in meiner Opinion auch ganz nice aus. Ich habe euch unten in der Beschreibung auch einmal einen Amazon-Link reingepackt mit der Straight Fit oder mit der Regular Fit Version, die eben dementsprechend ein bisschen größer fittet, und das ist, denke ich, auf jeden Fall auch sein Try wert. Und ansonsten haben wir zuletzt noch eigentlich auch ein Cargo-Klassiker, und zwar ist es Peso, die tatsächlich eigentlich auch wirklich solide Cargohosen herstellen, finde ich. Problem da natürlich ist immer sold out, muss man irgendwie auf eBay Kleinanzeigen oder so gucken, ob man im Resale da was bekommt oder so, oder eben bei einem Drop, wobei der Resale-Preis auch gar nicht so teuer ist, finde ich. Dementsprechend kann man das eigentlich auch machen und sich über eBay Kleinanzeigen da mal eine Cargohose kaufen. Vom Fit her finde ich die auf jeden Fall auch wirklich sehr, sehr nice und kann, ich denke ich, eigentlich auch jedem ans Herz legen. Ja, das war es jetzt auch. Ich wollte da nicht unendlich viele Cargohosen und alle möglichen, die ich irgendwie finde, auflisten, sondern wirklich nur so meine Top-Empfehlungen. Auch viele Cargohosen, die ich irgendwie von Freunden empfohlen bekommen habe oder eben auch die Mehrzahl ich auch selber habe. Dementsprechend denke ich, sind das auch wirklich meine Empfehlungen, die ich vom Herzen aus an euch weitergeben kann und wo ich sagen kann, ja, kauft euch die und ihr werdet sicherlich damit zufrieden sein. Dementsprechend, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ihr mich unterstützen wollt, dürft ihr das gerne machen mit einem Like oder auch einem Abo. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Haut rein und ja, man sieht sich vielleicht bei einem weiteren Video nochmal.